Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser ist es irgendwie gelungen, Superklone von sich selbst zu erschaffen. Das sind aber ganz schön viele Besserwisser. Die Klone sind gerade dabei, den Salon wegzutragen und Kathi und Katzi sind noch drin. Oh nein! Super, Chase. Du holst die Besserwisser-Bande mit deiner Supergeschwindigkeit ein und hältst sie auf. Und Super Rubble, du bringst Katis Salon mit deiner Superstärke wieder zurück. Die Superhunde legen los! Diese Spur führt uns bestimmt zu Katis Salon. Chase, du holst sie ein. Folge der Spur. Sieh mir hinterher, wenn ich nicht zu schnell bin. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwissers, und Katis Salon abstellen. Hoppla, ist das steil! Oh nein! Hoppla, nichts wie weg! Kathi, geht es euch gut? Wir brauchen Superhundekraftverstärkung. Marshall, komm bitte sofort zur Schlucht. Ich bin ein Superrettungshund. Da bin ich, Ryder. Sehr gut. Superhunde, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Alles klar. Oh, ja. Volle Pfotenkraft. Marshall, wir brauchen deine Pfotenkraft mit Supersprung, um Kathi und Katzi zu befreien. Wird gemacht. Marshall, ich hole euch hier raus. Haltet euch fest. Danke. Oh, oh. Chase, bring mit deinem Ultrabellen den Salon zum Schweben. Fang ihn auf, Rubble. Danke, Ryder, dass ihr uns geholfen habt. Gern geschehen. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Captain Tollpatsch verhält sich irgendwie seltsam. Er düst auf Draufgänger Dennys Raketenbord quer durch die Stadt. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du musst Captain Tollpatsch so schnell es geht aufhalten, bevor er noch irgendjemanden verletzt oder etwa sich selbst. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, sieh zu, dass du... Captain Tollpatsch? Ryder, ich bin nur kurz vor mein Board gestiegen und dann ist Captain Tollpatsch damit weggefahren. Das ist extrem merkwürdig. Nur keine Sorge, ich hol dein Board zurück, Draufgänger Danny. Ich heiße Draufgänger Danny X. Captain Tollpatsch, aufpassen! Vorsicht, Captain! Sie fallen gleich runter! Scheint so, als hätte er Probleme, uns zu sehen und zu hören. Chase, los, ruf nach ihm, so laut du kannst! Lautstärke aufdrehen! Wuff! Megafon! Captain Tollpatsch! Chase, bist du das? Wuff! Let's! Danke, dass du mich sicher geschnappt hast. Oh! Hey, ich kann hören! Aber verflixt, meine Brille ist futsch! Sonderlieferung! Das hast du gut gemacht, Zuma. Captain Tollpatsch, wir haben Ihre Brille. Bitte schön. Tausend Dank für eure Hilfe. Wenn Sie wieder mal Ihre Brille verlieren, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Frau Bürgermeisterin! Ryder, dies ist ein Notfall, ein Notfall! Die Henrietta-Statue ist verschwunden! Die Paw Patrol macht sich sofort auf den Weg. Es könnte helfen, wenn wir wüssten, in welche Richtung der Dieb gelaufen ist. Chase, versuch mit deiner Wärmebildbrille etwas herauszufinden. Ich habe was gefunden, eine Spur. Sie endet am Gullideckel. Chase, schick deine Flugkamera los. Vielleicht findet sie etwas in den unterirdischen Tunneln. Puh, Start! Da ist die Statue! Ja! Aber warum bewegt sie sich? Bürgermeister Besserwisser, hätte ich mir denken können. Hey, was soll das? Ich habe die Paw Patrol nicht zu meiner Diebstahlparty eingeladen. Bürgermeister Besserwisser muss die Flugkamera ausgeschaltet haben. Dann müssen wir ihn eben auf eine andere Art verfolgen. Hey, was gibt es, Ryder? Bürgermeister Besserwisser hat die Henrietta-Statue gestohlen und versucht damit, durch die unterirdischen Tunnel zu entkommen. Komm mit deinem Luftkissenboot zum Schachteingang. Ryder, guck mal!
Es ist Zeit für ein Bad! Warte, der Wasserschwall ist zu stark. Er würde uns rausschleudern und weit in die Bucht katapultieren. Dieser Tunnel führt in unsere Stadt. Ah, ein Krokodil! Schnell Rückwärtsgang einlegen! Chase, Sky, haltet euch bereit für einen besonders fetten Fang. Ihr müsst sofort den Katzenkopf verlassen, Kätzchen. Netz! Wie schrecklich peinlich. Gut gemacht, Paw Patrol. Und schön hinter den Flügeln putzen. Sie haben sie ja ganz schmutzig gemacht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr euch so beeilt habt. Wir müssen nämlich diesmal super schnell etwas bauen. Affenlaut Captain Gordy ist vom Kurs abgekommen. Wir müssen Captain Gordy helfen, sicher zu landen. Deshalb brauche ich euch alle, damit ihr einen Landeplatz baut. Schnell! Also, Freunde, diesmal geht es um einen ultimativen Bauarbeitereinsatz. Wir sind dabei! Du kannst dich auf uns verlassen. Wir brauchen einen Bauexperten, der euch anleitet. Rubble und sein ultimatives Baufahrzeug. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh nein, Gordy soll in der Schlucht landen. Aber die ist viel zu eng für den Landeplatz. Sie ist einfach zu schmal. Wenn es nicht in die Breite geht, gehen wir in die Höhe. Was sollen wir denn bauen, Rubble? Vertraut mir einfach und folgt meinen Anweisungen. Zuerst bauen wir den alten Landeplatz auseinander. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Zuma, du musst hier Pfostenlöcher bohren. Ryder und Chase, wir müssen die Pfosten in diesen Löchern versenken. Ich sehe Gordys Raumschiff. Wir müssen uns beeilen. Captain Gordy verlässt sich auf uns. Rubble, das ist der coolste Landeplatz aller Zeiten. Eine Rubble-Retter-Spiralrutsche. Da kommt er! Du hast es geschafft! Ryder, bitte komm! Geht es Captain Gordy gut? Er ist gelandet, gesund und munter. Danke, Ryder. Ihr wart großartig. Rubble verdient den größten Dank. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Ruff Ruff Gang sitzt mit dem Reisebus von Bürgermeisterin Gutherz auf dem Twister-Tafelberg fest. Die Bürgermeisterin und die Touristen kommen jetzt nicht mehr weg. Hilfe! Für diesen besonderen Einsatz brauchen wir Wildcat. Krallenstark, dieser Kater ist bereit für eine wilde Fahrt. Und Rubble. Rubble ist der Motorretter. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alright, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Und wir werden ihnen helfen. Rubble, fang an, den Weg freizuräumen. Wird gemacht, Ryder. Miau, super Raketenantrieb. Das ist eine tolle Show. Miau, Vollknollwerfer. Oh, ein Hochseil. Darauf wollte ich schon immer mal balancieren. Ich brauche keinen von den Superhunden, um gerettet zu werden. Und eine Katze schon gar nicht. Radkappe, es ist sicherer, wenn... Die Ruff Ruff Gang weiß schon, was sie macht. Wildcat, wir müssen die Kontrolle über den Bus bekommen. Rubble versucht unten die Felsbrocken rechtzeitig wegzuräumen. Kann ich einfach einfahren. Es tut mir leid, Motorrad. Mach dich bereit. Rubble, beeil dich. Ich habe eine Idee. Eine Rampe. Rubble hat eine Rampe gebaut. Wah! Wuhu! Ryder, Wildcat, Moto Patrol, danke, dass ihr uns gerettet habt. Und wenn die Ruff Ruff Gang wieder mal den Bus entführt, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Hallo Everest, was ist los?
Ryder, das Büchermobil rast die Bergstraße runter. Walter sitzt am Steuer und schafft es nicht, es anzuhalten. Wir kommen sofort. Kein Büchermobil zu groß, keine Pfote zu klein. Chase, überhol das Büchermobil und räum die Straße. Gerade so geschafft. Hallo, Ryder. Ich freue mich, dich zu sehen. Schnapp dir mit dem Wurfhaken das Büchermobil. Wurfhaken! Sky, jetzt bist du dran. Hört sich an, als wenn jemand Tee kocht. Was ist los? Fahren wir schon? Frau Fröhlich, legen Sie den Bauchgurt um. Walter! Wir retten Walter und die Bücher. Juhu! Danke, Ryder. Oh nein. Wir können noch Hilfe brauchen. Rocky, Rubble, wir treffen uns unten an der Bergstraße. Ryder, ich sehe einen Zug kommen. Sky, versuch das Büchermobil zu bremsen. Ich hab's. Autopilot. Hallo, Walter. Dann schnall dich mal an. Die Bremse ist kaputt. Ich versuche es mit der Handbremse. Was? Das ist nicht gut. Rocky, Rubble, ich brauche eine Rampe. Hey, mit alten Eisenbahnschienen müsste es gehen. Beeilt euch, der Zug ist gleich hier. Wir haben es geschafft. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber wirklich schnell. Die Bürgermeisterin. Nein! Henrietta. Die Tollpatsch. Und Danny. Ich heiße Draufgänger Danny X. Sind oben in den Bergen in eine tiefe Schlucht gefallen. Sky, mit deinem supergroßen Rettungshubschrauber leitest du heute den Einsatz. Ja, ich bin der ultimative Flughund! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Rocky, befrei Danny mit deinem Greifer von seinem Gleitschirm! Rubble, spring du rüber zu den Tollpatschs und ich lasse das Seil runter! Cooler Fallschirm! Greifer! Ja! Hallo, Freunde! Nächster Halt, Skys großer Hubschrauber! Wow! Das ist echt so krass! Oh, oh, Mama, mein Schlauchboot bewegt sich! Sky, das Schlauchboot der Bürgermeisterin rutscht ab! Marshall, Zuma, ihr müsst jetzt die Bürgermeisterin auf die Plattform ziehen! Ich rutsche ab! Oh. Rettung bringen! Ich hab ihn! Sehr gut, Feldfreunde! Oh, was für ein schönes Lächeln! Und was für eine spektakuläre Aussicht! Danke an Sky und die Fellfreunde. Wenn Ihre Bergtour mal zur Schlitterpartie wird, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Frau Gutherz und Bauer Alfred wurden beim Fallschirmspringen auf einen Felsvorsprung geweht. Wow, das sieht gefährlich aus. Sie werden von einem Berglöwen beobachtet. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt. Außerdem brauchen wir Spion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich bin wirklich erleichtert, dass du da bist. So, komm, Henrietta. Gejimini, Henrietta! Ich hab dich, Hühnerdame. Toll, danke, Sky. Ich komm gleich wieder, um Sie abzuholen, Frau Bürgermeisterin. Die Berglöwin klettert zur Bürgermeisterin rauf. Wir müssen sie unbedingt da wegholen. Ruff, Seilrutsche! Ruff, Megafon! Frau Bürgermeisterin, nehmen Sie die Seilrutsche, um runterzukommen. Also, ich bin doch wirklich mutig. Aber nicht mutig genug, einer Berglöwin zu begegnen. Was hat Bürgermeisterin Gutherz vor? Das war vielleicht doch nicht die beste Idee.
Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Marshall, wir brauchen dich hier auf dem Berg. Ich komme sofort. Halten Sie sich an der Leiter fest, Frau Bürgermeisterin. Oh nein, das lässt du besser bleiben. Wir wollen doch nicht, dass du dir noch wehtust. Nein. Wir bringen das Katzenbaby zurück zu seiner Mami. Gut gemacht, Marshall. Ja, Marshall, das war wirklich mutig. Und so süß diese Katzenbabys auch sind, ich habe mein Herz an ein Hühnchen verloren. Komm her, Liebes. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Einfach köstlich. Frau Bürgermeisterin? Der goldene Stadtschlüssel wurde gestohlen. Frau Bürgermeisterin, ich möchte einen Kuchendiebstahl melden. Schurken haben den Strand verwüstet. Und das Museum. Ryder, was sollen wir denn nur tun? Frau Bürgermeisterin, können Sie und die anderen die Fluchtfahrzeuge beschreiben? Moment, sie sahen aus wie eure Fahrzeuge. Das werden wir mal überprüfen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Unsere Aufgabe ist es, die Räuber zu finden und aufzuhalten. Mit dem Schlüssel kommen die Diebe überall rein und weggebracht wird die Beute mit den Fahrzeugen. Der Dieb, der den Schlüssel hat, redet mit denen, die die Fahrzeuge fahren. Mal sehen, ob wir mithören können. Ahoi, alle Piratenmobile. Wir treffen uns an der Geheimstelle am Strand. Das ist Zit Seeräuber. Los, komm mit. Wir können ihn immer noch entwischen. Du bleibst hier. Drei sind schwerer als zwei. Ich habe immer noch den Schlüssel. Ich komme wieder. Und ich kann euch versprechen, das nächste Mal erbeute ich alles. Zuma, stopp es. Aber wir haben immer noch den Schlüssel. Wo ist der Stadtschlüssel? Vielen Dank, Ryder. Und euch danke ich auch. War uns ein Vergnügen. Und Sie wissen ja, Frau Bürgermeisterin, Piratenhilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Dies ist ein seltsamer Einsatz. Mara und ihre Freunde haben ein Klettergerüst um Carlos gebaut, aus dem er nicht mehr rauskommt. Hilfe! Er ist eingesperrt. Wie können Affen ein Klettergerüst bauen? Irgendwie sind sie an buntes Werkzeug gekommen. Tracker sagt, sie müssen es gefunden haben. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Komm zurück! Du brauchst überhaupt kein Werkzeug! Und du auch nicht! Her damit! Paw Patrol, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Du weißt doch, wir helfen gern. Wir werden dich im Nu da wieder rausholen. Rocky, bau jetzt das Klettergerüst ab. Wird gemacht! Schraubendreher! Danke, Rocky. Ryder? Kein Problem, Carlos. Ryder! Carlos! Habt ihr Mara gesehen? Nein, warum? Na, darum! Das ist doch ein Rad vom Paw Patroller. Holen wir uns das Werkzeug, bevor die Affen noch mehr Unfug anstellen. Ruff, Megafon! Frische Bananen! Kommt und holt sie euch! Gute Teamarbeit. Ihr seid wirklich tolle Hunde. Danke, Ryder. Paw Patrol? Ihr habt den Dschungel vor einem riesen Affentheater bewahrt. Wann immer dich eine Horde frecher Äffchen austrickst, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser ist irgendwie in das Innere eines riesigen Schokoladenhasen gekommen. Wer hätte geglaubt, dass der Bürgermeister so süß wie Schokolade ist? Er wird von einem schrecklichen Ungeheuer in den Wald verschleppt und wir müssen ihn retten. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Sky. Wiff, ich!
hebt jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Hilfe! Sky, wir brauchen deinen Rettungsgurt! Wird gemacht, Ryder! Oh, oh! Sky, die Schokolade fängt an zu schmelzen, beeil dich! Chase, fahr los! Du musst in der Schlucht dein Netz aufspannen. Bin schon unterwegs. Was passiert mit mir? Oh nein, ich hab ihn fast gehabt. Ruff, Netz! Der Schokohase ist abgeprallt. Und jetzt treibt er auf den Fluss von uns weg. Hilfe. Zuma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot sofort. Ab ins Wasser! Wir müssen es schaffen, den Hasen ans Ufer zu ziehen. Ryder, wir haben ein Problem. Oh ja, die Delfine sind viel zu nah dran. Zuma, zieh den Hasen irgendwie ans Ufer. Und zwar schnell. Rettungsring! Was passiert mit mir? Greifen Sie nach dem Rettungsring, ich helfe Ihnen. Hat ja ganz schön lange gedauert, aber danke für eure Rettung. War uns ein Vergnügen, Herr Bürgermeister. Und wenn Ihre Schokolade wieder mal aufweicht, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Sie sehen gut aus, Frau Fröhlich. Danke, Bürgermeisterin Gutherz. Aber seien Sie schön vorsichtig mit dieser Fackel. Wir brauchen sie, um die Flamme hier zu entzünden, wenn wir die Spiele eröffnen. Ich möchte doch nicht ausrutschen oder stolpern oder... Oh! Frau Fröhlich, ist alles in Ordnung? Mir geht's gut, meine Liebe, aber wo ist die Fackel hingeflogen? Oh! Oh nein! Alle müssen raus aus dem Park! Frau Bürgermeisterin, ist alles bereit für die Eröffnung der Wettspiele? Nun, das war's! Aber jetzt kommt Rauch aus dem Rasen! Kein Rasen zu rauchig, keine Pfote zu klein! Danke, dass ihr so schnell hergekommen seid, Paw Patrol! Was denkst du, Marshall? Naja, es brennt nicht über der Erde, also muss es ein Wurzelbrand sein. Es muss angefangen haben, als die Fackel in eins der Erdhörnchenlöcher gefallen ist. Chase, überprüf das mit dem Wärmescanner. Es ist ein Wurzelbrand. Sky, halte du aus der Luft Ausschau, ob noch irgendwo anders Rauch austritt. Flügel! Marshall, Ryder, ich sehe noch mehr Rauch. Sky hat recht, da sind noch mehr unterirdische Brände. Die Flammen sind auf andere Baumwurzeln übergegangen. Und er vertreibt die Erdhörnchen aus ihren Tunneln. Ihre Tunnel verlaufen kreuz und quer unter der Erde. So können wir Wasser zum Feuer transportieren. Wir müssen nur sicher gehen, dass alle Erdhörnchen ihre Tunnel verlassen haben. Kommt und schnappt euch die Leckerbissen, Freunde. Wartet, Erdhörnchen-Alarm. Hey, kleiner Kerl, bist du da geblieben, um uns beim Feuerlöschen zu helfen? Marshall, beeil dich! Halt dich fest! Der Rauch ist endlich weg, Marshall. Von hier oben ist auch kein Feuer mehr zu sehen. Ihr habt es geschafft. Weiter so, Fellfreunde. Ja! Ja! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danny hat sich den gefährlichsten Ort für ein Mittagessen ausgesucht. Hoch über der Schlucht und dann hat der Wind ihn kopfüber gewirbelt. Gott sei Dank trägt er einen Sicherheitsgurt. Trotzdem müssen wir ihn darunter holen. Hier kommt das Sicherheitsnetz. Hallo, Danny. Wohl eher baumelnder, Danny. X, wow. Ich helfe dir, dich wieder richtig rumzudrehen. Vorsicht! Ich will nicht, dass mein megatolles Mittagessen runterfällt. Okay, aber wir sind hier, um dich zu retten. Das Essen kann warten. Greifer! Hey, klasse! Wir haben es geschafft. Ist das Ryder? Ich bin gleich da. Wow! 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 Danke für das Netz, Chase. Danke, wow! Ich wusste gar nicht, dass dieses Rad fliegen kann. Das Video wird bestimmt ganz toll. Aufgepasst, ich radle jetzt runter. Oder auch nicht. Oh, Danny ist in noch größerer Gefahr. Feldfreunde, wir brauchen euch alle in der Luft, um Danny aufzufangen. Nichts. Wir begleiten
dich jetzt nach unten. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Die Paw Patrol sind die Besten! Das war eine echt irre Fahrt. Und den rasanten Abgang bei diesem genialen Stunt verdanke ich der Paw Patrol. Danke, Ryder. Hey, Stunthilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Ja, gehen Sie und genießen Sie den Urlaub. Also dann, macht's gut. Ist das wirklich der richtige Weg? Ich sehe nichts bei diesem Nebel. Ist ein tolles Hotel, wo wir wohnen. Und Mekka-Lisa hat es im Internet alleine gebucht. Na bitte, der Strand. Ich wusste, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Siehst du, da stehen eine Sonnenliege und ein Sonnenschirm. Aber wo ist denn das Hotel? Es ist bestimmt in dem Felsen. Ich finde es irgendwie ganz hübsch. Oh, sieh doch mal. Richtig schicke Hüte, nicht wahr? Die sind bestimmt für die Gäste. Da bin ich wieder mit eurem Thunfisch. Was ist denn das? Einbrecher, die sich in mein Geheimversteck schleichen? Das könnte denen so passen. Die werden sich noch ganz schön wundern. Wozu habe ich die Geheimversteckverriegelung? Was ist das für ein Rumpel? Vielleicht ist der Flughafen in der Nähe. Ha, das habt ihr jetzt davon. Ihr sitzt fest. Zusammen mit meinen Kätzchen. Ah, meine Kätzchen. Bürgermeister Besserwisser? Hallo, Ryder. Ich war mutig und habe mit einem Felsbrocken Einbrecher in meiner Höhle eingesperrt. Aber dummerweise sind meine Kätzchen auch eingesperrt. Wir kommen sofort. Hallo, Herr Bürgermeister, ist das der Felsbrocken? Ja, und beeilt euch, wenn meinen Kätzchen was passiert, wäre ich sehr, sehr traurig. Felsbrocken wird weggeräumt. Da seid ihr ja finnig froh. Haben diese bösen Einbrecher euch erschreckt? Wer sind denn die Einbrecher? Oh, hallo, Ryder. Habt ihr auch dieses Hotel gebucht? Na, das nenne ich mal einen Zufall. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Wir freuen uns, dich auf Schloss Bellenburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ach, ich würde mich freuen, wenn du heute vor dem Konzert eine Tasse Tee mit mir trinken würdest. Sehr gern. Ich frage mich, wo Lukas nur so lange bleibt. Prinzessin, ich habe seine Garderobe und das ganze Schloss durchsucht, aber er ist spurlos verschwunden. Lukas Stern ist verschwunden. Ich rufe besser die Paw Patrol. Paw Patrol, ich bin so froh, euch zu sehen. Hallo, Prinzessin. Wir haben uns sehr beeilt. Rocky, wir beide suchen das Schloss von innen nach Lukas ab. Sky, du siehst dich draußen um. Und los! Ja, alles klar. Auf geht's! Ich fürchte, sie werden ihn niemals finden. Und dass ich ganz alleine auftreten muss. Hinter diesen Wänden ist er nicht. Mach trotzdem weiter. Sky, schon irgendeine Spur? Warte mal, ich sehe etwas. Sieht aus wie ein Hut. Er klemmt in einem Fenster im Ostturm. Gut gemacht, Sky. Die Innenwand des Ostturms befindet sich ungefähr hier. Rocky, schnell, sieh mal nach. Wahnsinn, ein geheimer Fahrstuhl. Das ist Lukas. Er ist da oben eingesperrt. Gut gemacht, Rocky. Rubble, Sky, wir treffen uns vor dem Schloss. Schon unterwegs, Ryder. Großer Greifer. Mein Glückshut! Danke, Paw Patrol. Ihr habt mich gerettet. Ich wollte anrufen, aber Schnuffinchen hat mein Handy gestohlen und mich eingesperrt. Hauptsache, es geht dir gut. Und jetzt schnell zum Konzert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lukas Stern! Guten Abend, Bellenburg! Entschuldigt bitte die Verspätung. Lukas! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Eingang zum Gewächshaus ist versperrt. Jetzt sind Bürgermeisterin Gutherz, Henrietta und Bürgermeister Besserwisser darin eingeschlossen. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt! Und Everest? Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Also los, Everest, erstmal den Eingang freiräumen. Okay, dann mal weg mit dem Schnee.
Sehr gut, Everest. Und jetzt reparieren wir noch die Tür. Geht sofort los. Ich schwitze. Es ist viel zu warm hier drin. Wenn Ihnen zu warm ist, ziehen Sie die Jacke aus. Es gibt doch sicher eine Klimaanlage. Selbst wenn, die dürfen Sie nicht anmachen. Warum wirst du, blödes Ding, nicht kälter? Seien Sie vorsichtig, Sie machen hier... Noch kaputt. Wir können wieder rein. Holen wir die anderen raus. Was ist denn da drin los? Die Paw Patrol! Geht es Ihnen gut? Es ist so kalt hier drin. Ja, was ist denn mit der Heizung? Bürgermeister Besserwisser hat sie kaputt gemacht. Wenn es hier drin zu kalt wird, dann gehen die Pflanzen ein. Wir müssen das reparieren. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen und ich gehen erst mal raus in den Schnee, um uns aufzuwärmen. Das Teil scheint echt kaputt zu sein. Kannst du es schnell reparieren, Rocky? Das ist kein Problem. Wuff! Schraubendreher! Ist repariert. Temperaturregelung an. Gut gemacht, Rocky. Den Pflanzen ist es schon bald wieder warm genug. Hiermit ist das Gewächshaus offiziell eröffnet. Danke, dass ihr das Gewächshaus gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Wenn euer Gewächshaus wieder mal einfriert, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Kinder, aber ich bin völlig erledigt. Wow, Tante Gutherz, ich habe noch nie einen Erwachsenen so hüpfen sehen. Was soll ich sagen? Ich bin noch nicht so alt für solche Hüpfspiele. Also, wer hat Lust auf leckere Weintrauben? Ich. Ich auch, bitte. Wunderbar. Aber wo habe ich meine Handtasche gelassen? Ich hätte schwören können, dass sie eben noch hier war. Ich weiß, dass ich meine Handtasche hier auf diese Bank gelegt habe. Aber jetzt ist sie nirgendwo zu sehen. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen hat in meiner Handtasche geschlafen. Jetzt ist sie weg. Wir brauchen die Paw Patrol. Chase, sieh mal mit deiner Wärmebildbrille in dem Gebüsch nach. Wow, Wärmebildbrille! Ich sehe etwas. Henrietta! Nein, nur eine Krähe, die eine Weintraube frisst. Hey, Tante Gutherz hatte doch Trauben in ihrer Tasche. Und da ist noch eine. Und noch eine. Sky, die Bürgermeisterin hatte Weintrauben in ihrer Handtasche. Kannst du welche sehen? Ich glaube, ich sehe da etwas. Ja, das sind Weintrauben. Eine Spur aus Weintrauben. Oh, eine Spur. Hier lang. Ich rieche etwas. Möwen. Die Möwen müssen mit der Tasche zum Strand geflogen sein. Sky, kannst du Henrietta sehen? Wir denken, sie ist irgendwo am Strand. Henrietta ist nicht am Strand. Sie ist auf dem Wasser. Zuma, Henrietta droht eine Wasserlandung. Du musst sie mit deinem Luftkissenboot auffangen. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen Bürgermeisterin Gutherz und ihre Freundin Helga Besserwisser aus einer tiefen Schlucht befreien. Hilfe! Also für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Der Rand der Schlucht ist sehr bröckelig. Es wird ziemlich schwierig sein, guten Halt zu finden. Also brauchen wir auch Rubble. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hallo Bürgermeisterin Gutherz und Frau Besserwisser, geht es Ihnen gut? Oh, viel besser jetzt, wo ihr hier seid. Okay, Ryder, mein Seil müsste von hier aus bis zu Ihnen reichen. Dieser Abhang ist allerdings sehr rutschig. Mein Kran wird das schon schaffen. Danke, Rubble. Rupp, Seilwinde. Oh, gut gezielt, Chase. Ruff, Seilwinde einziehen. Immer schön langsam. Halten Sie sich gut fest. Oh, ich danke euch sehr. Das habt ihr toll gemacht. Wir helfen, wo wir können. Und jetzt sollten wir Bürgermeister Besserwisser suchen. Oh, irgendwie muss ich an diese Blume rankommen. Ja, nicht rollen, nicht rollen. Oh, ich will meine Bessie-Mami. Komm her. Ich bin ja hier, Gummibärchen. Oh, Mami, da habe ich Glück.
Sieh mal, Mutter, ich habe die Hühnertulpe gefunden. Wow! Bravo! Jetzt kann sich jeder, der hier vorbeikommt, an der Schönheit der Hühnertulpe erfreuen. Dank der waghalsigen Rettung der Paw Patrol. Oh, gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wenn es wieder mal Tulpenprobleme gibt, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Carlos und Tracker haben gesagt, ein seltsamer Geruch vertreibt alle Tiere im Dschungel. Und sie rennen so schnell davon, dass ein Affe sich verletzt hat. Marshall, du hilfst mit deiner Rettungssanitäter-Ausrüstung dem verletzten Affen. Sky, du musst mit deinem Hubschrauber losfliegen und nachsehen, woher dieser Geruch kommt. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Toll gemacht, wir haben Carlos und Tracker gefunden. Ryder, Marshall, wir sind echt froh, dass ihr hier seid. Marshall, untersuch das Bein von dem Affen. Röntgengerät. Deinem Bein ist nichts Schlimmes passiert, Äffchen. Es braucht nur einen kleinen Verband. Wie geht's? Sky, hast du schon rausgefunden, woher der üble Geruch kommt? Ich bin über dem Sumpf und es sieht so aus, als ob eine Menge grüner Blasen aus dem Wasser aufsteigen. Richtig stinkende Blasen. Gut entdeckt, Sky. Marshall, das sieht gut aus. Wir nehmen uns jetzt den Sumpf vor. Diese Blasen sind Sumpfgas. Manchmal verrotten Pflanzen und Bäume unter dem Sumpfwasser und das verwandelt sich in ein stinkendes Gas, wodurch diese Blasen entstehen. Sky, versuch mit der Windkraft deines Hubschraubers die Blasen vom Sumpf wegzupusten. Eine gute Idee, Ryder. Die Blasen sind alle weg. Es riecht schon gleich viel besser. Chase, Marshall, die Luft ist sauber. Ihr könnt die Tiere zum Sumpf zurückführen. Gut, machen wir, Ryder. Dann können wir jetzt ja viele Fotos machen. Wir sind ein paar Freunde, die es nicht abwarten können, fotografiert zu werden. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Toll macht ihr das Fell, Freunde. Diese Fläche sieht jetzt wirklich wunderschön aus. Das könnte ein Park werden. Toll, dieser Vogel hat hier schon ein Zuhause gefunden. Hallo, Frau Fröhlich, was gibt's? Es sind überall Löcher in meinem Garten aufgetaucht, Ryder. Man kann nirgendwo hintreten, ohne in eins reinzufallen. Und das ist Walter und mir gerade passiert. Wir machen uns auf den Weg, Frau Fröhlich. Bin ich froh, euch zu sehen, Ryder. Wo ist Walter? Bei dem Baum da vorn. Oh, der Baum kippt um und dann ist Walter gefangen. Rocky, hol ihn da raus, schnell. Hallo, Walter. Brauchst du Hilfe? Halten Sie sich vorne mein Board fest. Ich kann das! Ja. Sky, lass den Gurt runter für Rubble. Geht klar, Ryder. Ist alles gut bei dir, Rubble? Ja, mir geht es gut. Aber bei Frau Fröhlichs Haus bin ich mir nicht sicher. Es wird nur noch von einer dicken Säule aus Lehm gehalten. Aber Ryder, wie soll ich denn in einem kippeligen, schiefen Haus wohnen? Wir werden es versetzen. Wohin? Ich weiß einen Ort. Das Grundstück, das wir verschönert haben. Oh, das klingt nett. Zieh es hoch, Oberhund. Oberhund, du kannst losfliegen. Vorsicht, Vorsicht, langsam. Und jetzt absetzen, Oberhund. Ihr habt es geschafft. Sehr gut. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Im Museum geht etwas sehr Seltsames vor sich. Wir müssen rausfinden, was da los ist. Für diesen Einsatz brauchen wir... Chase, du musst deine Taschenlampe benutzen, um nach Hinweisen zu suchen. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hier scheint ganz schön was los gewesen zu sein. Wasser? Wo kommt das denn her? Ich glaube, deshalb sind die Lichter wohl ausgegangen. Guck mal, die Wassertropfen enden bei diesem Taucheranzug. Es ist der Tintenfisch. Er rennt weg. Also, eigentlich rollt er weg. Stopp, Tintenfisch! Folgt dem Tintenfisch!
Er rollt auf das Wasser zu. Ich fange ihn ein. Ruff, Netz! Hab dich! Ihr habt den Tintenfisch von dem hilflosen Hineinfallen in die Tiefen des Meeres bewahrt. Oh, sieht so aus, als wollte er zurück ins Wasser. Wir sollten ihn in seine felsige Heimat zurückbringen. Tolle Idee, Captain. Und ich kenne genau den richtigen Hund für diesen Einsatz. Da sind die felsigen Felsen. Sieh mal, mein Kleiner, du bist fast da. Taucherhelm. Herzlich willkommen zur großen Eröffnung unserer Ausstellung. Danke, Paw Patrol. Ohne euch wären wir in ein tentakeliges Tohuwabohu verteut. Wir helfen gern, wenn wieder mal ein Tintenfisch zurück ins Meer muss. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend rast Bürgermeisterin Gutherz mit der Ruff-Ruff-Gang in der Gegend herum. Das sieht gefährlich aus. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst versuchen, Bürgermeisterin Gutherz mit deinem fliegenden Motorrad aufzuspüren. Ja, ich bin der Motorradflughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Also, bin ich in der Gang aufgenommen? Niemand kommt in diese Gang, bevor er es nicht geschafft hat, sich aus der Stahlkugel zu befreien. Also, Schlechtherz, jetzt fahren die Kugel und zeig uns, was du drauf hast. Na schön. Henrietta, bist du bereit für den Test? Ryder, die Bürgermeisterin fährt auf einem Motorrad in einer riesigen Stahlkugel. Nein! Aufgepasst, alle Pfoten müssen zusammenhalten, um die Kugel zu stoppen. Sind unterwegs, Ryder. Rubble, du musst mit deiner Schaufel einen Hügel dort drüben bauen. Rubble ist der Motorretter. Wir haben es geschafft. Alles in Ordnung, Frau Bürgermeisterin? Ja, danke. Henrietta wurde ganz schwindlig da drin. Oh, Ryder, ich kann dir, den Fellfreunden und Wildcat gar nicht genug dafür danken, dass ihr Henrietta und mich aus dieser Stahlkugel gerettet habt. Das haben wir gern gemacht. Wenn es wieder mal Probleme mit der Ruff Ruff Gang gibt, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Wir haben einen schlimmen Notfall, Freunde. Opa braucht Sirup. Also gehen wir zum Sirupbaum und holen welchen. Die Mini-Helfer legen los. Der Sirupbaum, wir haben ihn gefunden. Ich drehe einfach an diesem Ding und... Juhu, wir haben frischen Sirup. Der läuft aber langsam. Ich drehe noch etwas auf. Ups. Alex! Hallo, Opa. Ich besorge Ahornsirup. Jede Menge. Das Ding geht nicht mehr dran. Ja, der Sirup ist total klebrig. Oh, oh. Ich weiß. Geschafft. Ich habe den Sirup gestoppt. Naja, das meiste. Aber keine Sorge, die Mini-Patrouille wird uns helfen. Vielleicht brauchen wir etwas mehr Hilfe. Kommst du an mein Handy? Ja, die Paw Patrol ist da. Wasserdüsen. Das ist ja eiskalt. Aber dafür klebt es nicht mehr so, habe ich recht? Dankeschön, Marshall. Los, Opa, komm. Alex, warte. Entschuldigung. Alles halb so wild. Wir reparieren den Zapfhahn. Stimmt's, Rocky? Worauf du dich verlassen kannst. Greifer. Also auf drei ziehst du deinen Finger raus. Eins, zwei, drei. Das wäre geschafft. Die fanden
Pfannkuchen sind total lecker. Ich krieg kein Bissen mehr runter. Wenn die Paw Patrol nicht gekommen wäre, dann würden Alex und ich immer noch im Wald feststecken. Ja, danke, Ryder. Alex, wenn du wieder mal festklebst, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Sind deine berühmten Essiggurken fertig, Opa? Ja, diesmal sind sie wirklich besonders sauer, nicht wahr? Ab in den Wagen. Warte, hier ist noch eins. Sei vorsichtig mit dem Glas. Wenn es durchgeschüttelt wird, könnte es nämlich zerplatzen und alle Gurken schießen heraus. Wiedersehen. Oh, das ist holprig. Was ist das für ein Lärm? Vielleicht habe ich sie etwas zu sauer eingelegt. Hilfe! Herr Pfeffer, alles in Ordnung? Es geht mir gut, aber ich fürchte, der Lieferwagen steckt fest. Wir helfen Ihnen rauf. Chase, wir brauchen deine Seilwinde. Das ist ein Fall für Chase. Wo ist Herr Pfeffers Wagen? Er ist darunter gesaust und steckt auf einem Vorsprung fest. Wuff, Seilwinde! Ich bin unten, Ryder. Sky, lass den Rettungsgurt runter und hol Herrn Pfeffer hoch. Rettungsgurt! Festhalten! Ryder, wie holen wir Herrn Pfeffers Lieferwagen rauf? Wenn es nur einen Weg gäbe, den Lieferwagen wieder auf die Straße zu ploppen. Der Lieferwagen braucht nur ein bisschen Gurkenantrieb. Rocky, sind noch ungeöffnete Gläser übrig? Ja, eins ist noch da. Schüttle es und stell es unter den Wagen. Ist erledigt. Ich komme jetzt wieder hoch. Gleich knallt's. Wie meinst du? Die Essiggurken. Knallgurken? Ihr müsst euch schnell in Sicherheit bringen. Das Glas zerspringt gleich. Und jetzt alle in Deckung. Juhu! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Funktioniert. Alle mal hergehört Bewohner der Abenteuerbucht. Unter dieser Energiekuppel aus Energie kann ich alles machen, was ich will. Und nichts und niemand kommt rein oder raus. Wir brauchen die Paw Patrol. Der böse Kater ist irgendwo oben auf der Kuppel. Es ist Zeit für den Schwebemodus. Ich sehe ihn nirgendwo, Ryder. Ich wette, er ist schon drin. Es muss einen versteckten Eingang geben. Ich habe einen anderen Eingang gefunden. Unter Wasser. Zuma, Marshall, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Ryder, ich bin jetzt unter der Kuppel. Und der böse Kater ist direkt vor mir. Nicht mehr lange. Ich bin direkt hinter ihm. Dann werde ich mal davon düsen. Da ist er. Und da ist der Eingang. Vereinte Pfotenkräfte. Achtung, rasende Kugel. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr uns von diesem bösen Kater befreit habt. Wenn sie wieder mal unter einer Kuppel eingesperrt sind, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ein mechanischer Hai hat vorhin Herrn Pfeffer verschluckt. Und jetzt ist er außer Kontrolle. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky. Rocky rockt! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Herr Pfeffer, ist alles in Ordnung da drin? Es ist ein bisschen eng hier drin, zusammen mit Draufgänger Danny. Draufgänger Danny X und ein Biberjunges. Keine Sorge, wir kriegen euch alle raus. Chase, das ist eine gute Stelle davon. Perfekt. Ruff, nix.
Oh nein, Frau Fröhlich! Apfel? Ryder, wie sollen wir nur diesen Metallfisch aufhalten? Ich hab's! Sky, schnapp dir Rubbles Elektromagneten. Du kannst gleich mal ein bisschen fliegen fischen. Ich heb jetzt ab! Oh nein, er wird in die Bucht stürzen. Sie hat es geschafft, ja! Hey, er hat endlich angehalten. Nein! Nein! Rocky, wir brauchen etwas Weiches und Federndes. Schnell! Weich und federnd, kommt sofort! Okay, springt runter! Einer nach dem anderen! Ja. Ja. Und wenn wieder mal jemand in einem Metallhai feststeckt, ein Anruf reicht! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an! Und jetzt husch verschwindet. Ich will sie ausprobieren. Die Schnelllaufhose. Sie funktionieren. Ein Fruchtsaft, bitte. Oh nein, der gehört mir. Nimm die Pfötchen weg. Oh nein, was ist denn jetzt los? Was ist in meinem Maisfeld los? Hilfe! Ich habe meine Hose nicht mehr unter Kontrolle! Bürgermeister Besserwisser? Hose? Irgendwie kommt mir das merkwürdig vor. Ich rufe besser die Paw Patrol. Meine weltgewordene Hose ist nicht zu bremsen! Sky, folgt dem Bürgermeister. Ich lasse ihn nicht mehr aus den Augen. Ich sehe seine glänzende Metallhose blitzen. Metall? Das bringt mich auf eine Idee. Rubble, halt den Bürgermeister mit deinem Elektromagneten auf. Kein Problem! Helf mir! Ryder, Bürgermeister Besserwisser läuft auf eine Klippe zu. Hilfe! Ich falle! Hilfe! Sie können die Augen öffnen. Ich habe sie aufgefangen. Was? Oh, holt mich bloß raus aus diesem Ding. Geht es Ihnen gut, Herr Bürgermeister? Ja, danke, dass ihr mich aus dieser schrecklichen Schnelllaufhose befreit habt. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Vielen Dank, dass ihr euch so beeilt habt. Als der Schulbus kam, war Alex nicht da. Er ist verschwunden. Oh nein! Was? Komisch! Keine Sorge, wir finden ihn. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach ihm suchen. Benutzt deine Fernsichtbrille. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky, hast du Alex schon gesichtet? Hilfe! Alex und die Mini-Patrol sind auf der Flunder und das Boot fährt ganz alleine. Oh nein! Captain Tollpatsch, das Kaninchen und die Maus sind ins Wasser gefallen. Ich komme sofort. Zuma, du kommst bitte mit deinem Luftkissenboot zur Robbeninsel. Ab ins Wasser! Alex, keine Sorge, ich rette euch aus der Luft. Ja! Wir sind gerettet. Kinder, ich habe kaum noch die Kraft, den Karton hochzuhalten. Sekunde, das haben wir sofort. Rettungsring! Danke, Zuma. Du hast die süßen Tierchen und die Muffins vor einem Salzwasserbad bewahrt. Willkommen an Bord, Captain Tollpatsch. Danke, Ryder. Aber jemand muss flugs die Flunder stoppen, bevor sie die Robbeninsel rammt. Zuma, du übernimmst das Steuer. Alles klar. Ich muss einen Riesensprung machen. Luftkissenboot, alleine fahren! Na, dann wollen wir mal die Richtung wechseln. Weg von der Robbeninsel. Hurra! Ja! Ja!
Hallo, Opa. Ich laufe nie wieder weg, ohne Bescheid zu sagen. Danke, dass ihr meine Muffins und die Mini-Patrol gerettet habt. Das haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder, Sir. Freunde, François und Captain Tollpatsch haben Probleme mit einem Wal. Komisch. Wale sind eigentlich harmlos. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Wal sowas macht. Ich auch nicht, Zuma. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Aber zuerst helfen wir unseren Freunden. Für diesen Einsatz brauchen wir... Zuma, du lockst den Wal mit dem U-Boot von der Tauchglocke weg. Und Rubble, du drehst mit deinem Bagger die Tauchglocke um. Hurra, unsere Retter sind da! Der Walleiter auch. Zuma, vielleicht kannst du ihn weglocken. Hallo, Wal. Wollen wir Fang spielen? Ich werde, du kriegst mich nicht. Rubble, du bist dran. Dreh die Tauchglocke um. Oh, danke, Rob. Jetzt aber nichts wie nach oben. Und los! Hey, Wal, wo steckst du denn? Ach, da bist du. Was machst du denn da, Ryder? Irgendwas stimmt nicht mit dem Wal. Er scheuert ununterbrochen sein Maul. Kannst du erkennen, warum? Ich sehe jetzt, warum er das macht. Irgendwas steckt zwischen seinen Zähnen. Rocky, wir werden ihm jetzt die Riesenzähne putzen. Der arme Kerl muss schlimme Zahnschmerzen haben. Wir müssen ihm die Zähne putzen und wir brauchen Zahnseide. Ich weiß, was wir nehmen. Du hast ein Seil dabei. Eine tolle Idee. Das Maul weit aufmachen. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Zähne gut, alles gut. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die uralte und geheimnisvolle goldene Statue des Lupo. Und von wem sind die Riesenstatuen? Das sind Lupos Leibwächter. Hier steht, dass die Leibwächter stets die Befehle desjenigen befolgen, der die goldene Lupo-Statue festhält. So etwas fasziniert mich. Und sie ist grandios glänzend. Hoppla, das ist gar kein Glitzerstein. Es ist ein Stück von dem Meteoriten, der mir Superkräfte verleihen kann. Bewegen Sie sich oder träume ich? Halt! Was ist das denn? Hört ihr etwa auf mich? Bringt mir diese Schatztruhe voller Gold! Sie machen wirklich, was ich will? Ich habe eine Bande von Helfern, die meine Glitzersachen transportiert! Also aufgepasst, Superhunde, wir locken Ladybird mit der größten glänzenden Statue, die sie je gesehen hat, aus dem Museum heraus und holen uns die goldene Lupo-Statue zurück. Aber wir haben keine größte glänzende Statue. Lassen wir uns überraschen. Robohund bringt uns mit dem Superjet in die Wüste. Sehr gut. Und so geht es danach weiter. Oh, es kann doch nicht so schwer sein, eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste zu finden. Oh, sie ist wirklich riesig. Wie schön sie glitzert. Bringt die Statue in mein Museumsversteck. Erwischt, Ladybird. Das ist doch... Du bist gar keine Statue. Nein, ich bin ein Superhund. Und jetzt würden wir gern die goldene Lupo-Statue zurückhaben. Ich danke euch von Herzen, Paw Patrol. Ihr habt unsere kostbare Museumsausstellung gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Polizeieinsatz. Erstens, Oscar von der Segelohr-Ranch ist verschwunden. Der arme Oscar. Außerdem müssen wir ein Fahrzeug finden, das Sperrmüll geladen hat. Es ist an Bäuerin Yumi vorbeigerast. Deshalb ist dies ein ultimativer Polizeieinsatz. Das ist ein Fall für Polizeihund Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, ist das das Schrottmobil? Kabine hoch! Das ist das Fahrzeug, das Bäuerin Yumi gesehen hat. Sky, versuch mal, ob du erkennen kannst, wer das Ding fährt. Alles klar, nähere mich jetzt.
sieht so aus, als würde ein Strauß den Sperrmüllwagen fahren. Das muss Oskar sein. Die Segelos freut sich bestimmt, dass wir Oskar gefunden haben. Aber wir müssen das Fahrzeug anhalten und Oskar herausholen, bevor es irgendwo gegenfährt. Das stimmt, Ryder. Sky, wohin fährt Oskar jetzt? Er fährt Richtung Stadt. Wenn das Sperrmüllmonster nicht anhält, fährt es mit Oskar direkt in die Bucht. Das müssen wir verhindern. Zuma, du musst mit deinem Straßensurfer Oskar stoppen. Straßensurfer! Sicherheit. Danke, dass ihr unseren Schlingel gerettet habt. Wenn ihr Strauß wieder mal ausreißt, ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben heute ein doppeltes Problem. Danny saust durch die Kanalisation und Flitzezahn kann ihre Inline-Skates nicht ausschalten. Oh, oh nein! Flitzezahn? Wer ist das? Frau Fröhlich, das war früher in der Roller-Derby-Mannschaft ihr Spitzname. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Außerdem brauchen wir Marshall. Marshall macht's. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr da seid. Wir haben Frau Fröhlich und Danny nicht mehr gesehen, seit sie in dem Gully verschwunden sind. Chase, jetzt brauchen wir deine Flugkamera. Alles klar, Ryder. Flugkamera! Ah! Wir sind zu schnell unterwegs! Ich kann nicht anhalten! Wenn das so ist, dann gib mir meinen Pullover! Wir machen ihn zu einem Bremsschirm! Da kommen sie! Marshall, Chase, ihr müsst sie stoppen! Dann los! Au, au! Wasserdüsen! Oh, hoppla! Ruch, Netz! Oh, also da war der Knopf zum Ausschalten. Danke! Danke, Paw Patrol. Das war sowas von extrem. Das mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Vollbremsungen sind ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. Herr Pfeffer hatte heute Morgen einen etwas ungewöhnlichen Besuch. Ich wette, sie hatte einen Bärenhunger auf diesen Kuchen. Aber jetzt müssen wir diese Bärenmutter zurück in den Wald bringen. Hey, sieht aus wie eins von Bürgermeister Besserwissers Kätzchen. Ich glaube, es möchte, dass du ihm folgst. Wo ist eigentlich Bürgermeister Besserwisser? Vielleicht ist er in Schwierigkeiten. Rocky, komm mit mir. Oh, oh, herrje. Okay, oh. Vorsicht, Vorsicht. Bürgermeister Besserwisser, bleiben Sie ruhig und versuchen Sie nicht wegzulaufen, sonst wird die Bären... Mich verfolgen? Das habe ich schon versucht. Sky, wir brauchen dich. Ich heb jetzt ab. Ryder, ich bin fast da. Schön festhalten. Sie sind gleich erlöst. Und los. Ich hab sie. Okay, Rocky, wir brauchen diesen Kuchen. Hast du etwas, um ihn in die Luft zu heben? Ich wusste, dass der Ballon zu irgendwas gut ist. Hallo, ihr Bären. Der ist für euch. Ein fliegender Kuchen. Der führt euch sicher nach Haus. Ich wollte euch danken, dass ihr mich gerettet habt. Oh, gern geschehen, Herr Bürgermeister. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.
Helferhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben eine ungewöhnliche Rettungsaktion. Aus irgendeinem Grund hat der Superkater die Flunder mit seiner Wirbelwindkraft bis auf den Gipfel der Vulkaninsel getragen. Hilfe! Verrückt! Oh nein! Wir brauchen volle Pfotenkraft an Deck. Alles klar, die Superhunde legen los. Weg von der Reling, bloß nicht in die heiße Lava! Da ist Captain Tollpatsch. Ich habe da eine Idee. Schnell, Fellfreunde, alle rauf auf die Flunder. Unser Gewicht müsste das Boot vom Krater wegkippen, sodass es außen am Vulkan hinunterrutscht. Ich glaube, das funktioniert. Es klappt. Ich fass mit an. Leute, das wird eine wilde Fahrt. Gute Teamarbeit. Mein Schiff kann also schlittern und schippern. Dankeschön, Superhunde. Ja! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an. Okay, Freunde, ich komme jetzt. Boo, ich sehe dich. Hm? Niemand hier. Ihr seid wirklich gut im Verstecken. Nur Geduld, Meckerliese, kleine Lämmer. Ihr kriegt gleich euer Abendessen. Oh, ich muss den Eimer wieder auffüllen. Jetzt ist das Dach vom Silo runtergekracht. Oh. Mein Mais ist leichte Beute für diese hungrigen Vögel. Weg mit euch! Kusch! Die Vögel haben ihre Freunde gerufen. Ha, da rufe ich wohl besser die Paw Patrol. Oh nein! Oh, sie essen immer, immer mehr! Oh. Paw Patrol, ihr kommt gerade rechtzeitig, um diese hungrigen Vögel zu vertreiben. Jetzt kann ich das Silo-Dach reparieren, bevor wir es wieder aufsetzen. Chase, benutzt dein Megafon, um diese Vögel zu verjagen. Megafon! Kuschvögel, kusch! Verschwindet vom Silo! Das gilt auch für dich, Möwe! Gut gemacht, Chase. Weiter so. Danke, Ryder. Das habt ihr gut gemacht, Paw Patrol. Ich hab das Dach repariert und jetzt kann es wieder drauf. Okay, Sky. Hebt das runde Dach wieder zurück auf seinen Platz. Nächster Halt, Silo-Dach. Ein Silo-Dach im Anflug. Aha, sehr gut, Sky. Danke, Paw Patrol. Jetzt kann ich den Rest von meinem Mais im Silo einlagern. Wenn ihr Silo-Dach mal wieder wegfliegt, ein Anruf reicht. Hey, wer will heute Mais zum Abendbrot? Ich hab jede Menge. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.